Die Szene München wird Ihnen präsentiert vom Citroën C4 Cactus und den Citroën Niederlassungen München. Citroën, Kreativtechnologie. Wir alle gehen durchs Leben, die einen suchend, die meisten wartend. Und in ganz seltenen Momenten finden wir, wonach wir gesucht oder worauf wir gewartet haben. Den Grund, weswegen wir hier sind. Oder wofür wir ein bestimmtes Talent haben. Künstler streicheln unsere Seelen, stellen uns in Frage, rütteln uns wach, eröffnen uns neue Perspektiven. Sie berühren uns, indem sie es schaffen, unsere Gefühle in irgendeiner Form darzustellen. Für uns in einem Gedicht, einem Lied oder einem Bild auszudrücken. Künstler wie Manfred Bockelmann. Doch erst vor wenigen Jahren hat er ein Projekt begonnen, das ihn selbst so sehr erfüllt wie kein anderes zuvor. Zeichnen gegen das Vergessen. Ein Filmteam aus München hat ihn dabei 4 Jahre lang begleitet. Am Freitag hatte der bewegende Dokumentarfilm im Rahmen des Docfestes Weltpremiere im Audimax der HFF. Heute ist der 8. Mai 2015, 70 Jahre Kriegsende in Deutschland. Ich bin sehr dankbar, dass der Produzent dieses enorme Risiko eingegangen ist, einen Film ohne Finanzierung selbst zu finanzieren über Sponsoren. Ich wusste das nicht, was das bedeutet, aber ich bin ihm natürlich dankbar, dass er das Thema verbreitet durch den Film. Wir haben uns entschlossen, es zu versuchen, diese unfassbaren Geschehnisse erlebbar zu machen. Durch die Augen eines Künstlers, des Künstlers Manfred Bockelmann, und dank seiner tiefen Erlebniswelten. Ich will sie aus dem Vergessen herausholen. Ich will sie einfach wieder zurückholen, diese Menschen. Es sind ja weit über 1 Million Kinder gestorben. Diese Zahlen sind unfassbar, aber man muss diesen Statistiken ein Gesicht geben und das mache ich. Das Wiedererwecken, Zurückbringen ins Leben der getöteten Kinder, das hat mich sehr tief berührt. Man erlebt es in seiner persönlichen Vorstellungskraft. Und irgendwie wird es dann noch viel stärker. Es gab ja diese Zugfahrten nach Auschwitz, in diesem Zug, und da ging es ja in Viehwaggons den Weg runter. Und dann hat man diese Spannungsleitungen gesehen und man konnte sich vorstellen, das müssen sie aus diesem kleinen Loch in diesem Waggon gesehen haben. Und das war bewegend für mich. Es war eine Fahrt in die Hölle. She was 7 years old, my sister. For 3 days and 3 nights, she was sitting on my lap and she wouldn't let go of me. She had a premonition. Schock. Stehen auf der Rampe, ganz still, plötzlich ein wahnsinniger Lärm. Die Türen wurden aufgerissen und schnell, schnell raus. Dann mussten wir im Fünferreihen uns aufstellen und an einen SS-Mann vorbeimarschieren. Und da wurden wir ausgesucht, Leben oder Tod. Wie emotional ist dieser Moment? Pomimo tak małej roli, jak emocjonalne jest to dla pani? Bardzo duża sprawa i duża trauma. Sehr große Sache und sehr großes Trauma. Bo ja tam powiedziałam niewiele, a przeżyłam bardzo dużo. Weil ich in dem Interview gar nicht so viel gesagt habe, aber durchlebt habe ich viel mehr. Nyusha war in der Mitte des Interviews etwa so aufgewühlt, dass sie eigentlich schon abbrechen wollte. Sie konnte im Prinzip nicht mehr. Was mich sehr beeindruckt, ist die Haltung dieser beiden älteren Damen. Also ich finde, die haben so eine Grandezza, die mich verwundert, nachdem was die erlebt haben, dass sie
obwohl sie nicht vergessen haben, eine klare Haltung haben. Und das ist beeindruckend. Es gibt eine Schlüsselszene für mich, als Manfred ihn fragt, ob es ihm nicht schwerfällt, Deutsch zu sprechen. Und er dann sagt, die Nationalität ist egal, der Mensch ist wichtig. Sie haben 60 Jahre nicht Deutsch gesprochen jetzt. Ist das für Sie schwer, diese Sprache zu sprechen? Weil es war ja auch die Sprache der Täter. Für mich ist egal. Ist egal. Was für Nationalität ist. Deutsche, Pole, Linsche, Russen und so weiter. Was ein Mensch ist, das, das ja. Ist wichtig. Ich danke sehr für das Gespräch. Unglaublich. Er hat kein Problem, Deutsch zu sprechen. Warum auch? Es geht, wir sind alle gleich. Wir Menschen, da hat es mich gerissen. Da habe ich zum ersten Mal geweint in dem Film. Ja? Weil das ist die Aussage und das von einem Überlebenden, der das alles ertragen musste. Diese menschliche Größe, diesen Charakter. Ich verneige mich zutiefst. Ja, schönen guten Abend, Frau Kinski. Hier ist Manfred Bockelmann. Ich freue mich sehr, dass wir uns morgen sehen werden. Ja, ich auch. Vielen Dank. Ich zeige Ihnen jetzt hier mein Atelier. Vorne habe ich die das Malwand. Das ist Häschen. Ist sie es? Sie ist es. Wir haben sie Häschen genannt. The man, the thought, the artist. Oh. My sister. She was 7 years old. She was so pretty. Heute bin ich so ein richtig stolzer Bockelmann, weil der Manfred Bockelmann nämlich mein Onkel ist. Und was er da geschaffen hat, ich bin einfach so unglaublich dankbar, dass es Menschen gibt wie David Kunak als Produzent und das Team, so einen Film zu schaffen. Ich bin Vater von 3 Kindern und ich kann den Moment nicht erwarten, dass dieser Film in die Schulen kommt. Und nicht nur hier in München, sondern überall in Deutschland und auf der Welt. Das ist der beste Film über einen Maler und sein Werk, den ich je gesehen habe. Also ich werde auf jeden Fall mir das nochmal anschauen mit meinem Sohn. Ich finde, dass der Film unglaublich ehrlich ist und eine wunderbare Perspektive zeigt. Und außerdem finde ich ihn wirklich heute und morgen und übermorgen wichtiger denn je. Die Szene München wird Ihnen präsentiert vom Citroën C4 Cactus und den Citroën Niederlassungen München. Citroën, Kreativtechnologie.